Otto Lilienthal veränderte die Welt. Kein einziges modernes Flugzeug könnte ohne seine Erkenntnisse heute fliegen. Lilienthal verunglückte 1896 mit seinem legendären Eindecker tödlich. Zum ersten Mal will nun ein Team aus Wissenschaftlern des DLR, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, den Flieger wieder in die Luft bringen. Buchstäblich auf Biegen und Brechen. Alle fragen sich, war Lilienthals Gleiter wirklich verlässlich flugfähig? Es ist wirklich so ein Fliegen, wie so natürlich, wie es eigentlich sein kann. Also man fühlt sich eigentlich wirklich wie ein Vogel. An jedem Flugzeugflügel ist noch das dran, was Lilienthal sich mal ausgedacht hat und was die ersten Schritte waren. Nicht? Wo kommen wir her? Wo stehen wir heute? Wo gehen wir hin? Wo kommen wir hier? Das ist Lilienthal. The first in flight was Otto Lilienthal. Sure. Erste Spurensuche. Das ist eine komplette Zeichnung des normalen Segelapparates, wo alle Längen der einzelnen Weidenrouten, die die Flügel ausmachen, drin sind. Also alle vollständig bemaßt. Nach der könnte man praktisch loslegen zu bauen. Als Vorlage dienen die historischen Baupläne mit der Flügelgeometrie aus dem Museum in Anklam. Der echte Eindecker soll flugtauglich wiedererstehen, erstmals nach mehr als 120 Jahren. So lange aufstehen, den Punkt habt ihr vergessen, da gehört noch eine Öse. Wie wird das ehrgeizige Unternehmen gelingen, mit einem originalgetreuen Nachbau so fliegen zu können wie Otto Lilienthal Ende des 19. Jahrhunderts? Was werden die Messdaten liefern? Stimmen sie mit jenen Lilienthals überein? Das Material des Retrogleiters ist selbstverständlich historisch. Die Bestandteile des Flugzeugs sind dieselben, wie sie einst Lilienthal verwendete. Leicht und haltbar muss alles sein, was nun aus Hanfseilen, Weidenruten, Leim, Draht und Baumwolltuch buchstäblich Form annimmt. Der Stoff der Schwingen entsteht in der Spezialweberei Egelkraut in Schwalmstadt aus einem ganz besonderen Garn. Damals freilich gelang die Stoffstruktur ohne Lochkartensteuerung. Hier oben die Lochkarten, ja. Da ist quasi die Information drauf, die man für das Muster braucht. In unserem Falle für den Lilienthal-Stoff ist es eine einfache Leinwandbindung, also eins hoch, eins runter. Da braucht man theoretisch diese aufwendige Steuertechnik nicht. Wir haben aber jetzt den Webstuhl ausgewählt, weil wir einfach von der Einrichterei hier am besten zu Rande kamen und haben es jetzt darauf gewebt. Hier muss der Weber an seinem Webstuhl stehen, alles im Auge behalten und von daher ist das Produzieren auch schon zeitaufwendig und kostspielig, das ist einfach so. Doch woran erkennt er die Beschaffenheit des Stoffs? Wir haben hier die technische Analyse. Da stehen quasi alle Daten drin, die wir brauchten. Es gibt hier zwei Bilder, die habe ich bekommen vom Originalstoff. Das sind echt nur Fragmente, die sind ungefähr 5 auf 10 cm groß, also sehr klein. Was wir hier sehen, ist stark vergrößert. Shirting heißt das Material, das fliegen kann. Ein britischer, längst vergessener Hemdenstoff. Erst Textilarchäologen kamen ihm auf die Spur. Nun fragen sich die Forscher, wie wird die Luftdurchlässigkeit sein? Wie sein Flächengewicht? Die Wissenschaftler des DLR wollen so nahe wie irgend möglich an Lilienthals Original herankommen. Naja, und das ist jetzt hier unser Ergebnis, was wir da rausbekommen haben. Das ist ein sehr fester, man hört es schon, er klingt fast blecherner Stoff. Ein sehr fester, stabiler, aber doch leichter Stoff. Beste Qualität, dazu das entsprechende Krümmungsverhältnis der Flügel für Vor- und Auftrieb. Eine sowohl simple als auch geistreiche Idee. Die Handwerker machen sich mit Sorgfalt und Ehrgeiz ans Werk. Ich mache es auch so, wie höchstwahrscheinlich Lilienthal es auch gemacht hat. Eine andere Möglichkeit sehe ich da gar nicht. Die Flugzeugbauer sind optimistisch. Für die geplanten Flugversuche im Windkanal habe ich schon ein gutes Gefühl, dass dieser Stoff gut dafür geeignet ist. Seine Flieger durchdachte Lilienthal bis ins Detail.
Alles musste absolut praxistauglich sein. 2500 Mal flog er seine Gleiter ohne größere Probleme. Das plant auch Markus Raffel, Jahrgang 1962 und Professor für Aerodynamik im DLR. Er will ein für alle Mal im riskanten Selbstversuch herausfinden, warum Lilienthal trotzdem abstürzte. Die Bewunderung für diesen Mann verfolgt einen eigentlich immer. Und wenn man den Gleiter sieht, dann ist man irgendwie berührt von dem, was er gemacht hat. Nur mit Draht, Holz und Stoff den Menschenflug ermöglichen. 7 Meter Spannweite, 27 Kilo schwer. Das Fluggerät ein Leichtgewicht und setzte doch damit für immer Maßstäbe in der Welt des Fliegens. Was war genau der Trick, der die damals völlig neuartige Konstruktion durch die Lüfte trug? Die Luftfahrtwissenschaftler sind gespannt, was ihr Duplikat aus einer fernen Zeit preisgeben wird. Raffels Team weiß, unvergleichlich aufregende Momente liegen vor ihnen. Lilienthal lebt. Der wirklich erfolgreiche Weg, den er anders als alle anderen bestritten hat, bestand darin, dass er gesagt hat, Mensch, bei ruhigem Wetter, schönem Wetter, sehe ich hier die Störche über mir kreisen und die haben ja ihren Motor gar nicht an, die flattern gar nicht mit den Flügeln. Es muss also ein Geheimnis um den motorlosen Flug geben. Ich muss erst mal den Flügel verstehen. Und dennoch stürzte Lilienthal im August 1896 ab. War es ein Materialfehler? War es eine Fehlkonstruktion? Die Spezialisten des DLR wollen das endlich wissen. Dazu kommt der Originalnachbau in den deutsch-niederländischen Windkanal DNW. Large Low Speed Facility heißt die Anlage in Marknesse, die größte ihrer Art Europas. Es ist wissenschaftlich sicherlich sehr interessant zu wissen, was wusste Lilienthal. Wir werden jetzt eine Lilienthal-Polare eines Lilienthal-Gleiters aufnehmen. Das hat es weltweit noch nicht gegeben. Die NASA hat im Jahre 2003 den Wright Flyer, den ersten Motorflieger, nach 100 Jahren nachgebaut, auch nachgewiesen, welche Flugeigenschaften er hatte. Und wir sind jetzt dabei zu gucken, was wusste Lilienthal, wie gut waren seine Flugapparate, was sagen, können wir daraus vielleicht für heute noch lernen. Der direkte Übertrag, dass man sagt, also was wir jetzt hier messen, wird einen direkten Einfluss auf Flugzeuge haben, das sicherlich nicht. Aber ich denke, insgesamt müssen wir auch als Wissenschaftler, als Menschen immer wissen, wo kommen wir her, wo stehen wir heute, wo geht die Reise hin. Und ohne das, wo kommen wir her, ist es unvollständig. Und da arbeiten wir jetzt gerade dran. Vorsichtig fixieren Mechaniker in dem Hightech-Tempel die empfindliche Flugmaschine. Normalerweise untersuchen Techniker und Ingenieure in der Anlage Airbus-Jets und Autos auf ihre Strömungseigenschaften. Nun steht hier das erste Fluggerät der Menschheit auf dem Prüfstand. Für die Wissenschaftler des DLR ein absoluter Höhepunkt ihrer Studien. Das ist die Erfüllung eines Jugendtraums. Also ich habe ja schon als Student mich für Otto Lilienthal begeistert und hatte immer schon die Idee, man müsste mal nachgucken, wie gut das Flugzeug tatsächlich gewesen ist. Ob er wirklich ein echtes Flugzeug gebaut hat, das also über alle drei Achsen stabil ist, genug Auftrieb erzeugt. Und das können wir jetzt heute untersuchen. Welche Fähigkeiten wohl in der Konstruktion des Genies aus Berlin schlummern? Lilienthal musste damit fliegen, um sich an die Grenzen des Gleiters heranzutasten. Denn ein Windkanal für Tests war damals völlig unbekannt. Weshalb aber eigentlich drinnen und nicht gleich während eines freien Fluges? Ja, das ist viel zu gefährlich. Also erstens mal, die Original-Lilienthal-Gleiter, die es im Museum noch gibt, sind alle nicht mehr flugfähig, weil das Holz einfach seine Festigkeitseigenschaften über die Jahrzehnte verloren hat. Und dann ist es natürlich auch so, wenn man einen Flugversuch macht und einen Hüpfer macht, dann hat man daraus noch nichts gelernt über die Stabilität des Fluggerätes. Man kann allenfalls qualitative Aussagen treffen. Wir wollen das ja richtig wissenschaftlich machen. Also das heißt, mit dem Instrumentarium der modernen Aerodynamik an dieses historische Flugzeug herangehen. Noch hängt ein Dummy im Nachbau. Dann fährt die gigantische Anlage hoch. Der allererste Härtetest beginnt. Wird alles halten? Wo sind die Belastungen am größten? Wie stark sind sie?
wir messen Kräfte in alle drei Raumrichtungen, Auftrieb, Widerstand, Seitenkraft und auch die entsprechenden Drehmomente um die drei Raumachsen. Und mit diesen sechs Größen hat man dann die komplette Flugmechanik des Gleiters im Griff. Im Leitstand des Windkanals wächst die Anspannung. Welche Raffinessen schlummern in der Konstruktion aus einer anderen Zeit? Noch ist ihr aerodynamisches Flugverhalten unbekannt. Wie wird die Polare, die Messkurve von Geschwindigkeit und Anstellwinkel aussehen? Das Messen einer Lilienthal-Polare, also wirklich die Polaren, die wir heute von Verkehrsflugzeugen heute noch aufnehmen, da trägt man den Auftrieb über den Widerstand in einer Grafik auf. Das heißt heute auch noch Lilienthal-Polare. Und eine Lilienthal-Polare eines Lilienthal-Gleiters zu erstellen, das ist einfach ein Traum, glaube ich, jedes Aerodynamikers, jedes Flugzeugbauers. Wie ist der entscheidende erste Schritt zum Menschenflug damals gelungen? Welche Komponenten des Gleiters sind entscheidend, um das Ganze in der Luft zu halten und einen Piloten zu tragen? Wie hat Lilienthal überhaupt genau gesteuert, ohne Steuerknüppel? Darauf jetzt exakte Antworten zu bekommen, ist für die Luftfahrtforscher des DLR ein Fest. Da ist ja jeder voll Freude erfüllt, das Herz schlägt höher. Also das ist auch ein hochemotionaler Moment, den wir alle, da freuen wir uns drüber. Ist einfach schön. Buchstäblich in der Luft hängt dabei eine entscheidende Frage. Wie verhält sich der Nachbau nun genau bei einem Belastungstest? Darauf versuchen die Techniker im DLR in Göttingen erste Antworten zu bekommen. Wie bekam Lilienthal das schlichte, aber hochkomplexe Fluggerät in den Griff? Die erste Erkenntnis, der historische Prototyp hält. Wenn auch das Fliegen zur Hängepartie werden wird. Die zweite Erkenntnis, das Steuern per Gewichtsverlagerung der Beine ist anstrengend. Ob das beim ersten bemannten Flugversuch klappt? Lilienthals Gleiter zu fliegen, ein echter Kraft- und Drahtseilakt. Für den Luftfahrtforscher Markus Raffel ist der Gleiternachbau sein Baby, zusammen mit Felix Wienke, der darüber promoviert. Aber bevor Raffel sich selbst in das Fluggerät wagen kann, muss man den Strömungsverhältnissen auf die Spur kommen. Laserstrahlen und Rauch machen sie nun erstmals sichtbar. Lilienthals Nachbau ist inzwischen flügge. Im Windkanal will Raffel zum allerersten Mal einen Probeflug riskieren, so gut es geht. Der Dummy macht Platz für Markus Raffel. Niemand weiß, wie sich Mensch und Nachbau gleich im künstlichen Luftstrom verhalten werden. Droht ein Absturz, der alles zunichte macht? Klar ist nur, es wird eine extreme Beanspruchung für Pilot wie Prototyp. Erneut sind genaue Absprachen nötig, um chaotische Flugsituationen zu vermeiden. Die Profis bleiben skeptisch und neugierig. Wie wird sich der nagelneue Retroflieger im künstlichen Wind verhalten? Lässt er sich steuern oder bricht er auseinander? Per Sprechfunk wird der wagemutige Professor Kontakt mit der Steuerwarte halten. Eigentlich sollte nicht schief gehen bei der Indoor-Flugpremiere. Die Erwartungen sind groß, es nun dem Pionier der Luftfahrtgeschichte erstmals gleich zu tun. Wie so ein ganz kleiner Junge, der in den Fußstapfen von dem großen Lilienthal schreiten will,
Und das fühlt sich einfach in jedem Schritt, in jedem Moment gut an. Im Windkanal ist damit allerdings noch nie jemand geflogen. Markus Raffel kennt das Risiko und will es jetzt wissen. Lässt sich die empfindliche Konstruktion beherrschbar fliegen? Es ist ein historischer Moment für alle, die nun den allerersten bemannten Testflug des Nachbaus miterleben. Die Bedenken sind groß. Wird das Gerät den Stresstest aushalten? Haben die Handwerker und Techniker an alles gedacht? Der Wind nimmt Fahrt auf. Raffel hängt sich in den künstlichen Sturm und hebt vorsichtig ab. Noch sind es erst Hüpfer. Wie wendig ist der Flugapparat? Lässt er sich so navigieren, wie es alle von historischen Fotografien kennen? Mit einer Mischung aus Tollkühnheit und Wissensdurst geht der Professor an die Grenzen der Belastbarkeit, sowohl seiner als auch der des Prototyps. Raffel fliegt sonst Flugzeuge, aber das hier ist eine völlig andere Dimension. Jederzeit können die Ingenieure den turbulenten Testflug abbrechen. Doch Raffel will wissen, wie weit er gehen kann, selbst auf die Gefahr hin, sich dabei zu verletzen. Alles geht gut. Der erste synthetische Härtetest ist geschafft. Kein Crash, kein Bruch. Raffel kann weiter auf einen echten Flug hoffen. Man muss aber auch sagen, dass rechts und links in diesem Windkanal nur ein Meter Platz für die Flügel ist. Das heißt, man muss hier sehr genau eigentlich in seinem Lot bleiben und deshalb ist der Gleiter angebunden, was schwierig ist. Es ist dann auch so, dass diese Abspannung entscheidet, wie steuerbar bleibt er und wie sicher fliegt er. Und das sind auch wieder neue Herausforderungen. Also ich würde mir eigentlich am Ende wünschen, auch noch einmal frei zu fliegen. Dann hat man diese Probleme mit der Abspannung nicht, aber man kann eben sich leisten, sagen wir mal, ein paar Meter vom Weg abzukommen. Allen ist klar, im Freien hätte der Versuch durchaus anders enden können. Kritisch analysiert das Team per Video Situation um Situation. Und wieder zurück, der Zurückzieher, genau. Auch die Länge vom Abspannseil den Unterschied machen. Ja, ich meine, okay, das möchten wir ja nicht nochmal sehen. Jetzt ist das Seil straff. Und jetzt reißt er dich voll wieder runter. Weil jetzt hast du auch noch den, sag mal, der Rollwinkel ist noch, dass er nach hier zieht. Ja. Erstes Fazit, der Nachbau ist überraschend robust. Nun will es Raffel noch einmal wissen. Inzwischen hat er ein Gefühl dafür, wie sich der Gleiter handeln lässt, was die Flügel erlauben und was nicht. Ja, man hört ja, wenn der Wind steigt und spürt dann immer stärker mit der ansteigenden Windgeschwindigkeit, die man ja kontrollieren kann per Sprechfunk und sich immer dann noch ein bisschen dazu wünschen kann, spürt man aber auch immer mehr Kraft in den Schultergelenken. Eigentlich merkt man seine Flügel immer mehr und irgendwann spürt man halt, dass die Füße leicht werden, wenn man dann so ein bisschen wippt und dann kommt der Moment, wo es einen wirklich hebt und das ist halt wirklich ein tolles Gefühl, dass man dann nur so kurz über dem Boden ist, spürt man ja nicht. Man merkt, man fliegt und alles, was man mit seinem Gewicht tut und mit seinen Schultern tut, geht dann in diese Bewegung über. Zumindest im Windkanal ist der Gleiter flugtauglich. Aber draußen? Der Flugplatz Heiligenstadt bei Göttingen. Die Luftfahrtwissenschaftler sind gespannt, ob sich das Fluggerät unter echten Windverhältnissen im Freien auch verlässlich verhalten wird. Hält das Material nach den harten Belastungstests im Windkanal weiterhin? Um fliegen zu können, muss man vorher üben, schrieb einst Lilienthal. Die Autoschleppversuche sollen weitere Erkenntnisse bringen. Die Sicherheit wird groß geschrieben. Sorgfältig bringt das Team das Urflugzeug auf einem Anhänger in Position. Lilienthal hatte nur Hänge, um zu trainieren. Sie sind sich darüber im Klaren, ein Flugfehler bei voller Fahrt kann böse Folgen haben. Die Wetterbedingungen sind gut.
Das Team hat alles für einen Flug der ganz besonderen Art vorbereitet. Das Gespann beschleunigt. Im sich aufbauenden Gegenwind beginnt der Gleiter zu leben. Hebt ab und fliegt. Nur ungewöhnlich lässt sich der Normalsegelflugapparat, wie ihn sein Erfinder nannte, fliegen. Der Pilot muss gegen die eigene Intuition agieren. Sagt der Flieger beispielsweise rechts weg, muss er die Beine nach links schwenken, um alles auf Kurs zu halten. Fliegen à la Lilienthal, ein Kraftakt. Die Lilienthal-Forscher sind erleichtert. Der blutjunge Oldtimer hält. Und so geht es zum nächsten Test. Alle fragen sich, wie wird sich das Modell bei einem echten Abheben per Seilwinde verhalten? Denn die nötige Startgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern lässt sich nicht erlaufen. Raffel kennt inzwischen die Launen und Eigenheiten des Gleiters, aber wie wird alles nun bei einem Start sein, wo die Beanspruchungen hoch sind und es schnell in die Höhe geht? Abspringen ist keine Option. Die letzten Zweifel bleiben am Boden zurück. Alle Wagnisse haben sich gelohnt. Lilienthals Erbe fliegt. Gutmütig gibt er dem tollkühnen Professor seine letzten Geheimnisse preis. Weltpremiere. Lilienthal hat ja Berichte über seine Flüge geschrieben. Und wenn ich jetzt fliege, dann verstehe ich nach und nach, was gemeint ist. Und viele Details habe ich ja nicht mir von ihm erklären lassen können, sodass ich die selbst herausfinden müsste, bestimmte Momente, in denen ich dann anderen steuern muss oder bestimmte Details, technische Details wie die Krümmung der Profilschienen oder die Spannung der Drähte. Es ist unheimlich faszinierend, eigentlich auf die Art die Entwicklungsschritte dann nochmal nachzuvollziehen. Zwar beherrscht Markus Raffel mittlerweile die Starts, doch mit den Landungen sieht es schon anders aus. An sich denkt der Testpilot da weniger. Hauptsache, der einmalige Flieger bekommt keinen Knacks ab. Ja, das ist ein Wahnsinnsgefühl. Man spürt das Seil, zwar die Kraft, aber man nimmt das Seil so nicht wahr und fühlt sich eigentlich frei und ungebunden und hebt sich dann in die Luft und kann das Gerät steuern. Das ist was irres Schönes. Nach 3 Jahren Arbeit wird klar, Lilienthals Angaben über die Geschwindigkeit als auch die Gleitzahl, wie weit man fliegen kann, erweisen sich als korrekt. Genau wie in dieser Animation aus historischen Aufnahmen von Lilienthal-Flügen ist jetzt der Beweis erbracht, seine Maschine war nicht schuld am Flugunfall. Er hatte einfach tragisches Pech. Im Unterschied zu damals ist nun genau zum ersten Mal offiziell und streng wissenschaftlich dokumentiert, wie sanft und elegant der Gleiter in der Luft ist und wie schön er landen kann. Doch erst ein völlig freier, ungesicherter Menschenflug soll Lilienthals geniale Leistungen als Luftfahrtkonstrukteur ein für alle Mal beweisen. In den Dünen von Sand City in Kalifornien verfliegen die allerletzten Zweifel. Im gleichmäßigen Gegenwind ist der leichte Eindecker so stabil zu steuern wie zu Zeiten Lilienthals. Der Luftstrom ohne Turbulenzen, der dem Gespann entgegenweht, ist ideal für einen einzigartigen Weltrekord. Raffel wirft sich in den Wind. 13 Quadratmeter Stoff tragen ihn davon. Der Luftfahrtwissenschaftler hat geschafft, was länger als ein Jahrhundert niemandem gelang, mit Lilienthals Gleiter erfolgreich richtig zu fliegen.
Es sind 7 Sekunden für die Ewigkeit. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Otto zu schreien. Im Bewusstsein eben, dass dann jetzt mal wieder einer geflogen ist mit dem Apparat. Aber am Ende war ich dann überwältigt. Was uns durch unsere Untersuchungen klar geworden ist, das ist, dass Lilienthal ein Flugzeug gebaut hat. Ein echtes, flugfähiges, eigenstabiles, vollwertiges Flugzeug, auch nach heutigen Maßstäben. Also Lilienthal war einfach, er war ein Wissenschaftler. Er hat ja wirklich die Dinge an Sachen auch angetastet und hat sie wissenschaftlich untersucht, hat die Wölbung erfunden quasi, Wölbung untersucht und die Möglichkeiten, die wir heute haben. Ich glaube, die hätten in ihm viel Interesse geweckt, was man noch alles machen könnte. Ich glaube schon. Das ist eben ja das erste Flugzeug der Welt. Berlin ist die Stadt, aus der das Flugzeug kommt und die Berliner wissen es nicht.